Am Mittwoch scheint die Sonne meist von einem nur leicht bewölkten Himmel und es bleibt trocken. Nur im Westen und Nordwesten ziehen dichtere Wolken durch und nachmittags und abends kommen von Frankreich heftige Gewitter an. Dort bleibt es mit 24 bis 29 Grad auch am kühlsten, sonst werden 30 bis 35 Grad erreicht. Am Donnerstag kommen die Gewitter nach freundlichem Start auch im Osten an. Zuvor steigen die Temperaturen nochmals auf 25 bis 32 Grad. Nach Südwesten hin dominieren Wolken. Schauer sind zwar selten, mit kaum 20 Grad bleibt es aber recht kühl. Der Freitag bringt wieder mehr Sonne und es wird erneut bis zu 30 Grad heiß. Später kommen im Südwesten neue Gewitter an. Am Samstag ist es im Nordosten anfangs noch nass, sonst wird es freundlich. Es reicht aber nur noch für 18 bis 23 Grad. Doch schon am Pfingstsonntag wird es wieder sonniger und wärmer.